Der Chef selber Hand anlegt, das muss man doch mal dokumentieren. Einer muss sagen, wo es lang geht. Genau, einer muss sagen, ich bin Chef und so wird gemacht. Muss man immer liefern. Ja, Jochen Wehling, guten Tag. Hallo. Wehling, Heimat, Schwalefeld eigentlich. Und ja, die Größe im deutschen Langlauf, jahrelang gewesen, dann auch Trainer gewesen. Aber auch Rollerski gelaufen, ne? Selbstverständlich, sogar hier. Zwar nicht genau original auf dieser Strecke, heißt zwar rund um Sauerlandstern, aber wir sind wirklich direkt um den Sauerlandstern gelaufen und haben die Abfahrt quasi genauso genutzt, wie wir sie heute nutzen. Nur diesmal läuft man andersrum. Es ist eine Leistungskontrolle. Es ist also heute Training das ganze Jahr. Ich kann mich gut erinnern, Anfang der 70er Jahre war eine Sportgruppe der Bundeswehr mit Rollerski in Sylt. Da war ich nämlich beim Bund, die liefen dann die Deiche lang bei 30 Grad und Gegenwind. Ja. Diese Kondition braucht man, auch wenn die Saison, die originäre mit Schnee, gar nicht so lang ist. Ne? Nein, ich glaube, da war ich sogar selbst dabei, Sylt, oder waren wir zumindest öfters, auch im Trainingslager. Gehört dazu, der Wintersportler wird im Sommer gemacht, denn das, was ich im Sommer nicht ernte, quasi trainiere, das kann ich nicht als Grundlage sehe, kann ich im Winter nicht ernten. Von daher sage ich mal, ist es relativ klar, dass das ganze Jahr trainiert wird und dann ja, zur Abwechslung auf der einen Seite, zur Leistungskontrolle, so heißt es ja hier auch, auf der anderen Seite natürlich die Form zu überprüfen, gibt es auch eben entsprechende Wettkämpfe. Jetzt für den interessierten Laien, der also an Langlauf und Biathlon, da gibt es ja eine riesige Fangruppe, interessiert ist, sieht der klassische Langlauf sehr elegant aus mit raumgreifendem Schritt. Das Skating, naja, aber da gibt es gewaltige Unterschiede. Ne? Ja, es gibt halt natürlich in der Geschwindigkeit, Skating ist insgesamt gesehen, auf den Schnitt her gesehen, schneller, ästhetischer, sage ich jetzt mal, vielleicht klassisch, aber hängt auch ein bisschen daran, wie das umgesetzt wird vom einzelnen Sportler. Auch Skating kann ästhetisch sein, keine Frage. Es ist anstrengender Skating, das kann man glaube ich so sagen, weil du eben keine Rücklaufsperre oder keine Steighilfe mehr hast, um die Berge zu bewältigen. Du musst es eben so machen. Hier wird jetzt klassisch gelaufen, die alte Technik von früher nochmal, war ja auch bis 85 zumindest mal so, dass das die einzige Technik war, die es bei uns im Langlauf gab. Dann hat man gewechselt, wir wechseln jetzt ja immer hin und her, aber da haben sich die Sportler gut mit abgefasst. Wenn man heute die Winter so sieht, es ist nicht mehr ganz so oft, wo auf Naturschnee gelaufen wird, es wird immer mehr auf Kunstschnee gelaufen. Ist das ein Unterschied, Kunstschnee, Naturschnee? Ja, ist es schon, zumindest wenn es die Temperaturen eben da nachher hergeben. Also Kunstschnee ist insgesamt kompakter, ist härter, wenn es dann vor allen Dingen Soft-Weichschnee gibt, also wenn er neu fällt und so weiter, das ist für den Sportler ja unangenehmer. Wir würden es uns wünschen, auf Naturschnee zu laufen, weil da könnten wir nämlich überall laufen, das wäre kein Problem. Aber mittlerweile haben wir uns dann gewöhnt, die großen Events, auch Weltmeisterschaften, Olympische Spiele, ist die Unterlage grundsätzlich, muss man fast sagen, mit Kunstschnee gemacht, ähnlich wie es alpin der Fall ist, zur Sicherheit. Und dann, wenn eben Naturschnee drauf fällt, umso schöner ist es. Was macht Jochen Böhle eigentlich heute? Ich meine, Olympianorm ist nicht mehr ganz in Reichweite. Nein. Also wenn, dann kommentiere ich das nur noch, was die da machen. Ich kommentiere für eure Sport eben nach wie vor, auch den Langlaufbereich eben entsprechend. Drum sind auch die Kontakte zu den Sportlern natürlich noch entsprechend da. Bin auch bei der einen oder anderen Großveranstaltung, sprich auch WM, schon noch mal vor Ort. Auf der anderen Seite bin ich hier für die Region als Sportdirektor tätig, für den nordrhein-westfälischen oder westdeutschen Skiverband und hessischen Skiverband. Dann allerdings für alle Disziplinen, also auch die Nordische Konvention, Biathlon und Skisprung. Nun ist ein Uppländer ja mit Skiern an die Füße geboren, gerade wenn man so Willingen Schwalefeld herkommt. Macht Jochen Wehle auch Jugendarbeit immer noch ehrenamtlich hier für den Bereich? Ja, ehrenamtlich jetzt weniger. Ich bin als hauptamtlich jetzt in dieser Position für die Leistungssport GmbH, die wir hier gegründet haben zwischen eben dem Westdeutschen und Hessischen Skiverband. So dass ich das eigentlich als Vollberuf habe, mich eben mit dem Nachwuchs zu beschäftigen. Wobei meine direkte Aufgabe nicht das Trainieren der Sportler ist, sondern ich habe mehr mit den Trainern, die mit den Sportlern trainieren, zu tun und mit den kompletten Finanzen, die da rumlaufen, Abrechnungsmodalitäten, Lehrgangsplanungen,
natürlich auch eine gewisse Trainingsplanung, die man mit den Trainern bespricht. Was sind so die Inhalte, die mich persönlich jetzt betreffen? Also einmal mit dem Sport verbunden, immer mit immer dem geblieben. Sport. Immer geblieben, aber bis Jochen zum Ende. Vielen Dank. Bitte. Sachen hier, ähnliche Sportveranstaltungen in einer anderen Dimension. Aber Jens, schön, dass du mit dabei bist. Ja, Gunnar, ich freue mich natürlich auch wieder an deiner Seite zu stehen. Ich habe den Stich schon verstanden, ne? Diese, mit den Rollschirennen vor 30 Jahren. Wollte sagen, ich bin eine Ecke älter wie du. Ne? Also ich habe das schon verstanden, was du damit meinst. In der Tat, ich kann mich aber noch an die Rollschirennen erinnern. Und das war für uns damals natürlich als, ich sag jetzt mal, Kinder, Schüler, Jugendliche, wie auch immer. Das war natürlich ein absolutes Highlight. Ne? Das muss man wirklich sagen. Ja, damals ging es ja wirklich rund um den Sauerlandstern. Einmal ringsherum um den Sauerlandstern. Heute laufen wir ein bisschen dran vorbei, aber nichtsdestotrotz ja, heißt es immer noch Rennen rund um den Sauerlandstern, Rollschirennen rund um den Sauerlandstern. Dieses Jahr nicht international, aber wir schauen mal auf die Athleten. Ne? Es sind Olympiasieger mit dabei, es ist die deutsche Nationalmannschaft mit dabei, der Herren, der Damen, und das sind Sportler, die kennt man aus den Medien. Jens, wen haben wir dieses Wochenende hier in Willingen? Wir haben unter anderem mit dabei die Siegerin des Teamsprints bei Olympia, die Viktoria Karl und die Katharina Henning, die sind ja heute Morgen schon gelaufen, haben den Teamsprint überraschend bei Olympia gewonnen. Auch die heute hier am Start. Wir werden sie gleich noch vorstellen in ihrer Altersklasse und Ihnen, den Zuschauern, natürlich auch die Startnummern nennen, als auch natürlich die Männer, den A-Kader, der Langläufer, der mit dabei ist. Also die deutsche Nationalmannschaft in Sachen Langlauf natürlich stark vertreten. Genau, wir konnten hier heute Morgen schon sehen, auch haben wir sehr, sehr starke Junioren und Juniorinnen. Apropos heute Morgen stand schon ein Athletiktest an. Das war ganz in der Früh. Der hat hier oben auch bei der Oplandschule stattgefunden. Und ab 10 Uhr waren wir ja heute Morgen im Einsatz im Stadion. Dort gab es dann 3000 Meter zu absolvieren auf den Stadionrunden im Oplandstadion. Und da konnten wir schon eine ganz, ganz tolle Wettkämpfe sehen und auch tolle Leistungen von den einzelnen Sportlerinnen und Sportlern. Und jetzt sind wir natürlich gespannt. Der Höhepunkt, das Highlight ist natürlich jetzt das Rollski-Rennen hier rund um den Sauerlandstern, du hast es schon gesagt. Ja. Und da achten wir natürlich auch auf die Goldmedaillengewinnerinnen von Peking. Du hast sie angesprochen, Katharina Hennig und eben Viktoria Karl, was sie auf Rollschien uns heute hier darbieten. Noch einmal auf die Lara Der Litt vom WSV Asbach mit einer Zeit von 9 Minuten und 59 Sekunden. Auch das keine schlechte Zeit. Natürlich, jetzt sind die Experten hier auf den Rollschienen unterwegs. Hier noch ein Hinweis an alle Zuschauer und natürlich auch Kinder an der Strecke. Bitte bleiben Sie auf dem Bürgersteig. Bitte passen Sie auf, dass Sie nicht auf die Strecke treten. Dass es zu keiner Kollision kommt, auch jetzt schon, wo die Athleten eben die Strecke testen. Bitte bleiben Sie auf dem Bürgersteig. Nehmen Sie Rücksicht auf die Athleten. Die Sicherheit geht vor, gerade in den Bereichen, wo es eben etwas schneller zugeht in den Abfahrten oder auch in den Kurven. Auch noch ein Hinweis, an der Strecke sind einige Getränkestände aufgebaut. Unten an der Oplandschule zwischen Kurgarten und oben dem Zielbereich, also zwischen Start und Ziel. Da ist ein Getränkestand, da kann man sich verpflegen und natürlich auch unten im Kurgarten sind verschiedenste Attraktionen zu sehen. Der Skiclub Willingen hat da die Mini-Schanze aufgebaut, wo ja wirklich kleine Kinder schon mal testen können, wie man sich auf so einer Schanze verhält. Dann habe ich gesehen, Biathlon kann man schießen, die Laserschießanlage, auch das kann man testen. Ein bisschen Schnee liegt da, dann sind da ein paar Ergometer aufgebaut. Also lohnt sich, wer vielleicht Kinder mit dabei hat oder wer auch selber mal testen möchte, wie man mit einem Biathlon-Gewehr umgeht, ist unten im Kurgarten recht herzlich willkommen. Und kann das durchaus mal ausprobieren. Wir werfen jetzt schon mal einen Blick auf die Strecke. Hier sehen wir ja schon einige Sportler, die eben sich warm laufen, die Bedingungen testen. Ich habe es eben schon gesagt, sie inspizieren natürlich ganz genau den Terrain, schauen ein bisschen, wo sind Gullideckel auf der Strecke, wo muss man eventuell drum rumfahren, wie kann man die Kurven nehmen, wie man aussortiert werden. Also das verspricht natürlich eine immense Spannung und das verspricht natürlich auch gleich ein sehr, sehr hochwertiges Rollski-Rennen hier heute bei, du hast es ja auch gesagt, hervorragendem Wetter. Es ist nicht zu heiß, ja? Und das ist ja auch wichtig bei so Sportveranstaltungen und da können wir das heute alles sehr. Und auf mit der Startnummer 5, das ist die Katja Veit vom SC Oberstdorf. Mit der Startnummer 6 wird gleich starten die Selina Franz. Und mit der Startnummer 7 die Emily
Henrik Herkins vom WSV Oberhof 05. Mit der Startnummer 8 unsere Lokalmatadorin, die 18-jährige Ilva Kesper vom Skiclub Willingen, Hessischer Skiverband. Und mit der Startnummer 9 die Rosalie Schmidt vom TSV Hartpenning. Startnummer 10 Clara Ungemach vom SZ Kalmbach. Und mit der Startnummer 11 Julia Herr vom SC Rottach-Jegern. Und jetzt haben wir noch die letzten vier Starterinnen mit Startnummer 12, 13, 14 und 15. Die Lia Stelter vom SC Eising-Pang sowie die Katharina Wenig vom SC Lenkries, als auch mit der Startnummer 14 Cora Löschke, TSV Leuner sowie Luis Aurich, PSV Schwarzenberg. Meine Damen und Herren, das die aktuelle Startreihenfolge und jetzt sind wir gespannt. Es kann nur noch wenige Sekunden dauern. Die letzte Minute läuft hier unten am Start und dann werden sie auf die Strecke geschickt. Die Juniorinnen U20, 10,8 Kilometer sind zu laufen. Einen 3000 Meter Lauf haben sie heute Morgen im Upplandstadion in Schwalefeld schon in den Beinen. Das muss man beachten. Da sind sie Top-Zeiten gelaufen, wie ich es eben gesagt habe. Beste Zeit hier, die Alexandra Otto mit 10 Minuten und 30 heute Morgen beim 3000 Meter Lauf. Jetzt warten wir auf den Start. Unser Starter Christoph Twangert hat schon seinen Platz eingenommen und wird dann gleich das Rennen eröffnen. Wie gesagt, hier zum Elimination Race. Es wird im Massenstart gestartet und da war auch nochmal das Zeichen. Bitte jetzt die Strecke freimachen. Bitte im Startbereich und auch in anderen Bereichen die Strecke freimachen. Es geht. Schulen, da kommen sie hoch. Manche laufen schon nicht in der diagonalen Decken. Manche schieben noch in Doppelstockschuhen, wie wir das jetzt hier vorne sehen können. Applaudieren Sie, feuern Sie die Athletinnen an. Schauen Sie, wie sie da hochgehen. Wunderbar. Gleich geht es oben über die Gärenbrücke am Sauerlandstand runter. Und dann dauert es auch gar nicht mehr allzu lange. Dann haben wir sie wieder hier im Stadionbereich. Ich hätte schon fast gesagt, ich bin doch heute Morgen. Da hätten wir sie fast hier wieder im Schulbereich. Sagen wir es mal so. Ja, aber das ist natürlich unser Startziel. Die ein oder andere Doppelstock mit Zwischenschnitt. So, das ist die erste Runde. Auch unter anderem mit dabei Ilva Kesper mit der Startnummer 8. Auch ihr Opa steht hier an der Strecke neben ihr und feuert sie natürlich kräftig an und ist ganz stolz auf ihre Enkelin, die hier im Feld mitläuft. Noch ist das Feld eng zusammen. Vorne in der ersten Reihe sehen wir die Startnummern 2, 5 und 4. Mit der 2 Christina Döringer, Mordicini, mit der 4 Luise Graf und mit der 5 Katja Feig. Sie sehen, sie sind also richtig schön mit auf dem Weg, absolut vorbei, in den Anstieg hinein. Und da sind wir schon jetzt wieder mal gespannt, was sich vorne getan hat. Wir sehen, sie sind noch eng zusammen, also es hat sich keiner abgesetzt. Ja, also da sind wir sehr gespannt, wer jetzt gleich als erstes in der klassischen Technik in Diagonalschnitt hier oben bei uns ankommt. Ich sehe die 6 zum Beispiel da vorne, und das ist die Selena Franz vom Dorfschellenzer SV, das ist Skiverband Sachsen-Anhalt. Daneben zum Beispiel die 2 Christina Dürringer oder auch die 14, und das ist die Cora Löschke. Startnummer 9 ist auch vorne mit dabei. Genau. Nicht mehr Informationen, keine Videoleinwand oder ähnliches, wie man es vielleicht aus dem Weltcup kennt. Also wir sind auch live dabei und beobachten mal, was passiert. Naja, wer weiß, vielleicht ist ja dieses Rollski-Rennen jetzt mal wieder ganz neu geboren und vielleicht erleben wir in den nächsten Jahren die eine oder andere Neuauflage und da kann man sich ja steigern. Vielleicht kommt doch mal eine kleine Leinwand wieder. Aber wir sehen die Sportlerinnen, das ist das Entscheidende. Und die sehen wir jetzt wieder hier den Berg hochlaufen, aus der Kurve rauskommen mit kräftigem Doppelstock. Man sieht es, nehmen sie noch ein paar Meter beziehungsweise den Schwung weg mit. Wechseln jetzt die Technik, Doppelstock mit Zwischenschritt und dann auch gleich in die klassische Technik übergehen. Und vorne haben wir weiter in den Führungen die Startnummer 14, die war eben auch schon mit vorne dabei, die Cora Löschke vom TSV Leuneu, als auch die Startnummer 6. Und jetzt eigentlich nochmal ein Applaus hier an der Strecke, feuert sie an, die Startnummer 6 und auch die Startnummer 1. Das ist Charlotte Böhme, als auch die Selina Franz, die aktuell in Führung liegen. Das ist die Julia Meier vom SC. Natürlich auch hier
hier am heutigen Tag, Peter Schlickrieder, der auch an der Strecke ist, Bundestrainer. Herzlich willkommen hier in Willingen. Schön, dass ihr da seid mit dem Team. Herzlich willkommen an alle Bekannte auch hier. Ein Applaus bitte. Ja, läuft gerade hier an der Schule die Straße hoch. Vorne die Startnummer 7, die Startnummer 3, zunächst die Startnummer 7 ist vorne, das ist die Emily Herkin vom WSV Oberhof 05. Die Startnummer 6 direkt dahinter, die Selina Franz und auch mit dem Feld, die Startnummer 1 weiterhin, die Charlotte Böhme, also das die vorne das Feld anführen, die ganz vorne mit dabei sind, mit der Startnummer 12 direkt. Und das ist Emily Herrnkind mit der 7 und Selina Franz mit der Startnummer 6. Da läuft die 12 an die Bereiche, die 4 läuft vorbei. Und in dem Moment auch hier unsere Lokalmatadoren, die angefeuert werden, auch der ganzen Family. Die Nummer 8, die Ilva Kesper vom Skiclub Willingen. Und auch die Nummer 10 sehen wir hier noch im Rennen drinnen, die Clara Ungemacht vom SZ Almbach. Die Alexandra Otto, aber vorne sehen wir jetzt die 1, das ist die Charlotte Böhme. Daneben rollert die 7, Emily Herrnkind. Und die 6 ist auch noch dabei. Und das ist die Selina Franz. Daneben auf die 103. Das ist die Alexandra Otto, die jetzt auch mal durchschneiden. Also das ist die 4. Die jetzt hier in Flurin, die sich auch deutlich absetzen, laufen jetzt hier oben. Über die Gärtenbrücke, es wird kräftig angefeuert und natürlich auch die Startnummer 2. Einige Meter da hinten sind also mit die Startnummer 12. Christina Döringer als auch. Okay. Meine Damen und Herren, und hier kräftigen Applaus auch nochmal für die Startnummer 8, Ilva Kesper vom Skiclub Willingen. Gleich weiter. Das ist schön zusammengeblieben sind und wenn die ersten Nummern dann richtig erkennen. Gehen Sie jetzt hier auf die 4. von 12 Runden. Die Meter sind zu laufen und nach jeder Runde werden ein bzw. zwei Sportler aussortiert. Das sind die Sportler, die sich am Ende des Feldes einer jeden Runde befinden und das machen sie sich natürlich besonders an. Das Risiko, dass man aussortiert wird. Natürlich auch beim Stockbruch oder auch beim Sturz besteht die Gefahr, dass man auf einmal draußen ist. Höchste Konzentration. Wir haben es ja eben gesehen bei den Juniorinnen und bei den Juniorinnen ab Runde. Berg hochgeschoben, da geben sie alles und dann wird es gleich spannend. Aber da haben wir sie schon wieder unten in der Kurve. Abfuhrpark jetzt hier auf die gerade einbiegen. Ja, und wer das Handeln ist jetzt bei Herz hier zum nächsten Durchlauf. Kommt zu uns hinauf und wir sehen uns auflösen. Startnummer 33 ist die Figur Katharina Hennig vom WSG Erste Werke Wiesenthal. Dahinter sehe ich jetzt die 36 und das ist die Lisa Lohmann vom WSV Oberhof. Und auch die 34 ist noch vorne dabei. Victoria Kahn vom SCM. Die Katharina Hennig dabei, die 37 ist noch dabei, die Laura Wiesenthal. Und auch die 33. Ja, haben wir ja schon gesagt, die 36, die Loma. Hier dahinter die 34, die Loma und die 37, Laura Gimloch. Aber der Sieg ist Katharina Hennig vom WSC Herzog-Wiesenthal. Auf Rang 2 die 34, Victoria Karl. Und dann die 37, Laura Gimloch. Und heute haben wir ein wunderschönes aber auf jeden Fall spannend bleibt so oder so. Ja, und wir schauen mal nach unten und da sehen wir zunächst erstmal zwei Läufe. Das würde bedeuten, dass zwei sich jetzt abgesetzt haben von dem Feld, einen kleinen Vorsprung ausgelaufen haben. So kann ich das aus meiner Position deuten. Und das müssten ja dann auch die zwei sein von eben. Das ist wir
werden hier auf die Zielgerade kommen und da schauen wir, ob sich die beiden Führenden dort weiter absetzen konnten oder auch nicht. Da kommt sie schon mit hoher Geschwindigkeit, schießen sie auf die Kurve rum, machen ordentlich Speed. Jetzt hier natürlich auch auf der Geraden und da passiert erstmal lang nichts. Das heißt, sie haben sich deutlich absetzen können und auch die beiden. Ja. Jochen ausgetauscht. Mal ganz kurz, wenn man das vergleicht, gut, damals war es internationale Elite, jetzt die nationale Elite, aber nichtsdestotrotz, ich glaube, man kann sehr zufrieden sein. Ja, ich denke, wir haben spannende Wettkämpfe gesehen, eine harte Strecke, wirklich gute Fights und Lob an euch, ihr habt das toll organisiert, schöne Stimmung auf der Strecke organisiert, also so stellen wir uns das eigentlich vor, also das Ding, denke ich, ist voll aufgegangen, hier mal ein neues Format zu probieren, das am Samstagabend zu machen und von daher, glaube ich, ist es eine absolut gelungene Geschichte. Jetzt hatten wir ja nicht nur das Rollski-Rennen, was wir natürlich auch ein bisschen werbetechnisch als Highlight herausgestellt haben, sondern wir hatten ja auch heute noch zwei andere Wettbewerbe. Ne? Wir haben ja heute Morgen den Athletiktest durchgeführt und heute Vormittag dann natürlich die 3000-Meter-Läufe im Stadion. Wie lautet dein erstes Fazit von der Sommerleistungskontrolle des Deutschen Skiverbands? Wieder ein wichtiger Step vorwärts, die Dinge zeitnah auf engstem Platz so in der Qualität durchzuführen. Und von daher, glaube ich, macht es einfach Sinn, das so beizubehalten, auch sich im Sommer zu vergleichen oder letztlich zu wissen, was muss man noch tun in den nächsten Monaten. Ja, und das wisst ihr sicherlich. Ich habe nämlich eben gesehen, ich wollte euch ja da oben nicht stören, obwohl uns ja ein bisschen die Zeit gedrückt hat. Ihr habt euch natürlich beraten eben oben, wie es jetzt weitergeht mit den nächsten Lehrgängen sicherlich, wie ihr in den Winter reingehen werdet. Aber nochmal ganz kurz zu dem Event heute hier im Willing. Ich denke, so wie das heute hier abgelaufen ist, wie die Wettkämpfe abgelaufen sind, ganz ehrlich mal so unter uns, wir haben ja so ein bisschen gesprochen hier runter, es schreit eigentlich nach einer Wiederholung, oder? Schreit absolut nach einer Wiederholung und dann das nächste Mal vielleicht wieder international. Vielleicht finden wir einen großen Sponsor, dann könnten wir mal unsere internationalen Freunde einladen und schauen, was im Sommer Phase ist. Das wäre natürlich sehr schön. Peter, an dieser Stelle erstmal vielen Dank und natürlich schon mal jetzt im Vorfeld für die neue Saison viel Erfolg. Peter Schlickenrieder, er ist selber der Team-Captain, jawohl, von unseren deutschen Skilangläuferinnen und Skilangläufern. Und dann machen wir hier gleich weiter mit dem neuen Cheftrainer. Ich denke, so kann man es durchaus sagen. Und das ist auch so, nämlich mit dem Per Nilsson. Der ist neu zum Deutschen Skiverband gekommen. Und Per, für den Deutschen Skiverband sicherlich ein absoluter Glücksfall. Was hat dich bewogen, zu uns nach Deutschland zu kommen? Und das muss natürlich übersetzt werden. Der Per, der kommt aus Schweden, wenn ich das richtig weiß. Und das macht die Melanie. Hi Per, first welcome to Germany. And yeah, for the German ski team, you've been such a godsend. And what attracted you to come to Germany and what forced you to decide to take over this position? First of all, hello zusammen, and I feel very welcome in Germany. For me to have the opportunity to take a challenge like this was clear for me in the situation I was in for the moment. I have coached cross-country skiers for many years and biathletes also, and when Andreas and Peter took the contact in the spring here and make this offer, I couldn't stop myself, so I was ready for a new challenge to coach a new team. Also Per sagt, er hat sofort Ja gerufen, als er im Frühjahr angesprochen wurde, ob er die Position übernehmen möchte. Er ist seit über 25 years, ist seit 25 Jahren Trainer und war bereit für diese neue Herausforderung und ja, konnte einfach gar nicht Nein sagen. And in Sweden you celebrated great successes with Frida Carlson at home. And what are your expectations for Kata and the other girls here in Germany? Usually I work in a progressive way, so I have just met the women team for a couple of months. So my biggest goal is to make them better and progress, of course. And then we will see in the winter if they beat the Swedes or not, but I think we have a good team and we have a good progress going. Ja, er sagt also,
Ich weiß gar nicht, hast du die Frage übersetzt schon auf Deutsch? Also ich habe gefragt, dass er mit Frida Karlsson zu Hause in Schweden viele Erfolge gefeiert hat und was jetzt seine Erwartungen sind für oder in seiner neuen Aufgabe hier in Deutschland mit Katha und den anderen deutschen Mädels. Und er sagt ja ganz klar einfach, dass sie eine Leistungssteigerung hinlegen und er freut sich auf den Winter und ja, daran arbeiten sie einfach aktuell. Ja, Per, natürlich viel Erfolg, genau. Ja. Vielen Dank an Per Nilsson, unserem neuen Damen-Cheftrainer. Hier seht ihr, und natürlich einen riesigen Applaus für ihn. Und wir kommen zu Marc Steuer und du hast natürlich nichts dagegen, dass wir erst die Damen natürlich vorziehen. Auf gar keinen Fall. Marc, auch du bist neu im Deutschen Skiverband. Du warst vorher in der Schweiz, wenn ich das richtig herausgearbeitet habe. Und du warst an den Erfolgen von Nadine Fehnrich beteiligt. Was reizt dich jetzt an der neuen Aufgabe hier in Deutschland beim DSV? Ja, natürlich, dass man natürlich aus Deutschland kommt und dann dementsprechend auch sein Wissen hier zurückgeben will, wo man aufgewachsen ist, wo man selber als Athlet, als junger Athlet profitiert hat. Und dann wollen wir hier nochmal unser Bestes geben, ja. Jetzt haben ja im letzten Winter besonders die Mädel, ne? Katharina Hennig, Victoria Kali, Goldmedaille in Peking, das ist uns ja alles noch präsent. Die haben natürlich jetzt sozusagen vorgelegt und die Herren, die müssen jetzt nachlegen. Aber ich glaube, da ist was Gutes in Sicht. Bedenkt man mal, erster Weltcup sich im letzten Winter haben wir ja auch durch den Janosch Sprugger ja auch schon feiern können. Wie sieht so deine erste Einschätzung aus? Was kann uns erwarten jetzt im kommenden Winter, gerade mit der WM in Planica? Ja, da ist großes Potenzial vorhanden. Es wurde die letzten Jahre eine gute Basis gelegt, es wurde gut gearbeitet. Ebenfalls wie Pierre werden wir dort an dem ein oder anderen Schräubchen noch drehen, vielleicht im qualitativen technischen Bereich noch das ein oder andere verfeinern und dann geben wir unser Bestes, wenn es dann soweit ist. Wir wünschen euch dafür natürlich auf jeden Fall viel Erfolg. Jetzt natürlich weiterhin viel Spaß, auch euch beiden hier auf unserem Kurgartenplatz, wenn denn später jetzt auch die Sportlerinnen und Sportler noch ganz kurz zu Wort kommen und dann natürlich die Siegerin. Vielen Dank an euch beiden und einen riesigen Applaus nochmal an unseren beiden neuen Cheftrainer. Wenn wir nicht alleine hier oben stehen lassen, komm, wir gehen ein bisschen in die Mitte, dann können Sie uns beide noch besser sehen. Ne? So, und zur Katharina kommt die Laura Rimmler. Wo haben wir die Laura? Auch sie hat ein Lächeln drauf. Komm du, einmal vielleicht auf die rechte Seite. Wunderbar. So, wir kommen zunächst erstmal zu dir. Und Katharina, ganz kurz deine ersten Eindrücke heute. Erstes Mal sicherlich in Willingen rund um den Sauerlandstein. Das war ja eine Kultveranstaltung vor 30 Jahren mit internationaler Beteiligung. Vielleicht kommt das ja bald wieder. Aber heute so dein erster Eindruck von dem Rennen hier. Was sagst du? Also mir hat es wirklich mega, mega gut gefallen. Ich war jetzt wirklich selber noch nicht hier und ich bin mega positiv überrascht. Ich bedanke mich bei allen, die hier mitgearbeitet haben, bei den ganzen Ehrenamtlichen. Da ziehe ich wirklich meinen Hut, dass das hier so ein schönes Langlauffest geworden ist. Und das tut unserer Sportart sehr gut, dass wir alle mal zusammenkommen. Nachwuchs, Topathleten und das gefällt mir sehr gut. Danke. Ja, super. Ja? Und wenn man das natürlich hört aus dem Munde einer Olympiasiegerin, das tut natürlich auch uns gut, alle die hier mitgewirkt haben. Aber wir wollen ja natürlich auf deine Goldmedaille nochmal zu sprechen kommen. Und wenn man sich das ja nochmal auf der Zunge zergehen lässt, wenn man sich das nochmal im Fernsehen nochmal anschaut, da kommt ja ein Satz, der kommt ja immer wieder, der fällt einem ja so auf. Hast du denn die Pfanne heiß? Das hat die Katharina nicht gesagt, das hat der ARD-Reporter Jens-Jörg Rieck gesagt. Katharina, ganz ehrlich, wie viel Mal hast du dir das bereits im Nachhinein angeschaut, beziehungsweise bist du genau auf diesen Satz schon angesprochen worden? Ja, tatsächlich sehr, sehr oft. Bei jedem Interview, was ich geführt habe, kam dieser Satz, weil das hat natürlich auch wirklich gepasst. Also in dem Moment war alles perfekt. Der JJ hat auch noch abgeliefert mit diesem Satz. Ich denke, es war ein ganz besonderer Moment und ich habe mir es des Öfteren schon angeguckt. Also ich sage 6, 7 Mal bestimmt und jedes Mal kriege ich noch Gänsehaut. Ich bin ja selber noch dabei, das zu verarbeiten. Ja, ich glaube, so schnell verarbeitet man das auch dann nicht. Ne? Gerade so in dem ersten Moment, da weiß man gar nicht, was so recht mit einem geschieht, oder? Ja, also das dauert echt eine ganze Weile, gerade in dem Moment vor Ort. Wir haben uns riesig gefreut, aber es war einfach, man hat es mir am Gesicht angesehen, es war einfach fassungslos und ich habe tatsächlich 2 Monate gebraucht bestimmt, dass das richtig bei mir angekommen ist und bin eigentlich jetzt gerade in der Phase, wo ich manchmal emotional werde.
Super, und vor allen Dingen, du kannst ja gleich nachlegen, die WM im nächsten Jahr im Planitzer. Wir drücken dir natürlich kräftig die Daumen. Ja, und dich wollen wir natürlich nicht ganz so alleine stehen. Lass erstmal einen riesigen Applaus an die Katharina Hennig. Laura, auch du das erste Mal in Willingen, erste Mal hier Rollski-Rennen rund um den Saunastein. Wir haben ja gehört, das kann ja im nächsten Jahr ruhig wieder stattfinden. Wie waren deine Eindrücke, besonders auch von der Strecke? Wir haben ja gehört, die Strecke war nicht einfach. Nee, ich war auf was ganz anderes eingestellt, hatte mich eher auf eine flache Runde gefreut. Und dann war es eine ganz schöne Herausforderung, immer wieder diesen steilen Berg hochzulaufen. Aber ich muss sagen, ihr habt das ja alle, habt das ja sehr gut gemacht. Und wir waren natürlich auch gespannt, wie präsentiert ihr euch? Und ich denke, die Form, die lässt sich schon zeigen. Da kann man schon sagen, okay, wir sind mit der Vorbereitung soweit zufrieden. Form stimmt einigermaßen in Richtung Winter, oder? Ja, doch. Das Training läuft ganz gut und der Wettkampf ging gut und von dem her passt alles, so können wir weitermachen und der Winter ist schon ein bisschen weg, deshalb darf man das auch nicht überbewerten. Wir können alle uns auf den Winter freuen. Wie sieht jetzt der weitere Fahrplan bei euch aus? Wann stehen die nächsten Lehrgänge an? Und was natürlich auch viele Sportfans hier interessiert, irgendwann so im Herbst, meistens so Ende Oktober, Anfang November, wird es ja dann auch auf den ersten Schnee gehen. Wie sieht so grob der weitere Fahrplan bei euch aus? Jetzt im August sind wir 2 Wochen in Schweden in der Skihalle in Torsby und machen da auch ein paar Wettkämpfe mit. Und dann im Herbst sind wir wieder auf dem Dachsteingletscher, auch in Oberhof nochmal zu den Tests und etc. Genau, und dann im Oktober, November ist dann Munio, genau, in Finnland, Schneevorbereitung. Ja, und dann geht's wieder rund. Dann geht's wieder rund. Und liegt bei dir der Hauptaugenmerk jetzt in Zukunft auf den Sprint oder sagst du, nee, längere Strecken können es auch sein? Beides. Beides, sie lässt sich natürlich da nichts auslocken. Das ist doch ganz klar. Euch beiden natürlich viel Erfolg und ich habe es ja vorhin schon gesagt bei den Trainern. Ihr habt ja gerade, du mit der Goldmedaille, ihr habt ja richtig Druck auf die Männer ausgeübt. Die Männer müssen jetzt mal so ein bisschen kommen. Ne? Also die Männer müssen jetzt mal so ein bisschen zeigen, Mensch, auch wir können es. Aber ihr haltet alles zusammen und das wird sicherlich funktionieren. Und die Männer, die hören wir nämlich jetzt im Anschluss, was die dazu sagen und wie die auch hier das Rollski-Rennen empfunden haben. Erstmal an Katharina Hennig und Laura Wimmler. Vielen, vielen Dank und einen riesigen Applaus. Wir sehen uns ja gleich bei der Siegerehrung nochmal. Gehört, die Ladies haben im letzten Winter vorgelegt. Ganz ehrlich, wart ihr vielleicht doch so ein kleines bisschen mal neidisch auf die Mädels? Ein bisschen vielleicht, aber wir haben auch spekuliert, dass wir vielleicht auch mal in der Zukunft sowas erreichen können und ich denke, wir sind auf einem guten Weg und haben auch schon die letzten Jahre gute Ergebnisse gezeigt und ich denke, die Tendenz ist eher steigend. Jetzt war natürlich für euch beide, wie für die ganze Mannschaft Willingen, jetzt irgendwo ein bisschen Neuland hier, das Rollski-Rennen rund um den Saulandstern. Aber ich denke, ihr habt es auch genossen, denn es waren ja auch viele Zuschauer an der Strecke. Und wie hast du das empfunden, hier, unser Rollski-Event? Ja, ich habe mich ja auch, wie die Laura schon gesagt hat, eigentlich auf eine flache Strecke eingestellt. Und es war dann doch anspruchsvoller, als ich dachte, aber die Stimmung war sehr gut. Ja, aber wenn man gesehen hat, wie ihr den Berg hochgefahren seid, fast bis oben hin komplett im Doppelstockschub, also mal ganz ehrlich, Respekt, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ja, aber wir machen ja eigentlich das ganze Jahr und deswegen, ja, passt. Ja, und richten wir natürlich auch einen Blick auf den kommenden Winter. Bis jetzt hat es ja auch schon für dich Medaillen gegeben bei den Junioren, bereits bei der U23. Das kann natürlich jetzt bei den, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, bei den Senioren, bei den Profis weitergehen. Wie siehst du den kommenden Winter, gerade auch im Hinblick auf die WM in Planitzer? Naja, ich schaue jetzt einfach, dass ich von Jahr zu Jahr weiter nach vorne komme und mich vorne etabliere und dann schauen wir mal, was geht. Und dann wird sicherlich auch was im Weltcup mal gehen. Da bin ich felsenfester Überzeugung. Ja, hoffentlich. Vielen Dank erstmal an dich, Friedrich. Und ja, riesigen Applaus hat er schon natürlich verdient. Ja, und beim Stichwort Weltcup. Janosch, da hast du ihm eins voraus, nämlich einen Weltcup-Sieg schon, ja? Wenn ich das richtig ausgearbeitet, stimmt doch, oder? Ja. Und zwar war das nämlich im letzten Winter, glaube ich, und zwar in Lillehammer. Kannst du dich noch an diesen Weltcup-Sieg erinnern? Ich meine, das ist ja auch was ganz Besonderes, wenn man das erste Mal vielleicht an der Nationalolympe hört und das erste Mal oben am Treppchen steht. Ja gut, es war ja jetzt kein Weltcup-Sieg in dem Sinne, dass ich als Erster über die Ziellinie bin, sondern im Verfolgungsrennen. Da bin ich einfach von hinten nach vorne gestürmt und hatte dann die Tagesbestzeit quasi. Und habe dann leider natürlich keine Nationalhymne gekriegt.
aber nichtsdestotrotz hat es ein bisschen Preisgeld gegeben, von dem her hat es sich schon gelohnt. Genau, wenn es Preisgeld gibt, dann kann man auch, wenn schweren Herzens, auf den Nationalhymne mal verzichten, aber die kommt dann vielleicht im kommenden Winter in Planitzer. Das wäre natürlich eine riesige Sache. Was verspricht ihr euch von dem neuen Trainer? Der ist ja jetzt neu im Deutschen Skiverband. Ihr habt jetzt schon die ersten Wochen mit ihm trainieren können. Dein erster Eindruck? Also bis dato waren wir ja schon überhaupt nicht schlecht aufgestellt. Die letzten Jahre, ich denke, sonst wären Erfolge wie von mir oder von Friedrich oder auch vom Luki bei der Alpe Cermis nicht möglich gewesen. Nichtsdestotrotz ist ein neuer Trainer, kommt natürlich ein bisschen Schwung rein, bringt ein bisschen andere Ideen, Gedanken mit. Und ja, was cool ist für uns Allgäuer natürlich, der wohnt vor unserer Haustür, von dem her können wir 24-7 auch nerven, er natürlich uns auch. Und ja, also gerade für die WM gehen wir natürlich, oder für das WM-Jahr gehen wir natürlich voller Schwung und voller Vorfreude in den nächsten Winter rein. Wie seht ihr die Medaillenchancen jetzt, gerade im Hinblick auf die WM? Doch eher Einzel oder sagt ihr, nein, vielleicht sind wir doch am stärksten in der Staffel? Wer will von euch? Machen wir mit dir, Friedrich. Wie seht ihr? Oder wie schätzt ihr euch selber ein? Ja, schwierig vorherzusagen, aber ich denke, dass wir ein gutes Team haben und da die größten Chancen haben. Und wenn ihr Medaillen holt, im Einzel und in der Staffel, dann sind natürlich auch alle zufrieden. Erstmal vielen Dank an euch beiden und noch viel Spaß heute Abend hier im Kopack und natürlich viel Erfolg im Hinblick auf die neue Saison in Richtung Planitzer. Wir werden es verfolgen am Fernsehen. 98 Punkten insgesamt. Anton Schäfer vom Niedersächsischen Schäferband. Schapo. Schapo, Entschuldigung, er hat einer außerdem ein paar Strichen lernt. Schapo. Auf Rang 2, Jan Dragowski, Westdeutscher Skiverband. Herzlichen Glückwunsch. Der dritte Platz, die Bronzemedaille geht an den Sven Kolb, Skiverband Baden-Württemberg. Ebenfalls an den Skiverband Baden-Württemberg geht der vierte Platz an Urs Müller. Und der Corbinian Fagerer vom Bayerischen Skiverband wurde Fünfter. Herzlichen Glückwunsch. Und der sechste Platz, der geht dann an Lennart Rüber vom Thüringer Skiverband. Das sind also die sechs Platzierten. Komm mal strahlen, schön für die ganzen vielen Fotos. Auf Rang 1 mit 465 Punkten Lars Kolb vom Skiverband Baden-Württemberg. Vom Skiverband Sachsen kommt mit 460 Punkten auf Platz 2 Philipp Lohr. Und der dritte Platz geht an Simon Hatt und der startet für den Bayerischen Skiverband. Rang 4, Dieken Holland, das ist der Skiverband Sachsen. Dann auf Rang 5 der Jonas König vom Thüringer Skiverband. Und der sechste Platz kriegt eine Urkunde von Markus Hensel und das ist der Niklas Bader, ebenfalls Thüringer Skiverband. Die ersten sechs aus der Klasse U16 männlich. 69 Punkte hat sie geholt. Sie startet für den Skiverband Sachsen und heißt Anne Buchmann. Herzlichen Glückwunsch. Auf Rang 2 die Lena Einsiedler vom Bayerischen Skiverband mit 442 Punkten. Ja, bitte nicht fallen lassen, das hatten wir eben schon. Und auf Rang 3 Josefine Cida, Thüringer Skiverband. Herzlichen Glückwunsch. Auf Rang 4, und da haben wir sogar zwei vierte Plätze. Und das freut uns, weil die zwei vierten Plätze, die bleiben hier im Hessischen Skiverband für Lou Delgado und Lena Schulze. Und der sechste Platz, der geht an den Bayerischen Skiverband, und zwar zur Annalena Reichert. Auch hier nochmal riesigen Applaus. Und da wartet ihr natürlich sehnsüchtig drauf. Und jetzt muss irgendwo der Platz hier beben, denn wenn der Klasse U16 weiblich heißt, die Siegerin, sie kommt vom Hessischen Skiverband, sie hat 460 Punkte geholt, startet für den SC Willingen Jette Engelhardt. Auf Rang 2 vom Skiverband Sachsen die Nelly Bochmann. Und von Sachsen wechseln wir nach Bayern zur Sarah Hofmann vom Bayerischen Skiverband. 419 Punkte hat sie geholt auf Rang 3.
Rang 4, Lucien Schöne, Skiverband Sachsen. Rang 5, Anna Endres, Bayerischer Skiverband. Und der 6. Platz hier geht an die Leonie Böhm, Skiverband Sachsen. Das sind die besten 6 Mädels in der Klasse U16 weiblich. So, jetzt euer Siegerlächeln noch einmal aufsetzen, jawohl. U16 männlich mit einer Laufzeit von 9 Minuten 59 ist Paul Schüssler vom Thüringer Skiverband. Der Zweitplatzierte kommt ebenfalls aus Thüringen und heißt Jonas König. Zeit 10:02, also das war ja ganz knapp zwischen diesen beiden Sportlern und richtig knapp war es eigentlich zwischen dem zweiten und dem dritten. 10:02 hatte Jonas, 10:03 der dritte. 10:02,1 der dritte, so ist richtig. Wiegen Holland aus Wernigerode. Das war ja ein wahres Fotofinish heute im Stadion. Dann der 4. Platz geht an Oskar Böhme vom Skiverband Sachsen. Der 5. Platz an Friedhof Motte vom Westdeutschen Skiverband. Und der 6. Platz an Ole Händel vom Bayerischen Skiverband. Vom Skiverband Sachsen. Sie hat gebraucht 11 Minuten 13 Sekunden. Heißt Nelly Bochmann. Herzlichen Glückwunsch. Auf den 2. Platz vom Thüringer Skiverband Johanna Weiß. Der 3. Platz. Die Bronzemedaille geht an den Bayerischen Skiverband an Anna Endres. Und der 4. Platz, der bleibt hier im Hessischen Skiverband, hier im SC Willingen an Marie Keudel. Rang 5, Annika Straub vom SC Langenaudach, das ist der Skiverband Baden-Württemberg. Und der 6. Platz, der geht an Leonie Böhm vom Skiverband Sachsen. So, und jetzt legt auch nochmal euer Siegerlächeln auf. Wunderschönes Vormittag in einer Zeit von 9 Minuten 19. Ganz, ganz stark gelaufen. Heißt der Sieger vom Thüringer Skiverband Tristan Wenzel. Auf Rang 2 Jonas Müller, Skiverband Sachsen. Er hat gebraucht 9 Minuten 26. Und ganz knapp dahinter in 9 Minuten 29, der Drittplatzierte, er kommt ebenfalls vom Skiverband Sachsen, vom VSC Klingenthal genauer gesagt, Jonas Albrecht. Rang 4 an Anton Schaper, Niedersächsischer Skiverband. Rang 5 Tillmann Hardlieb, Bayerischer Skiverband. Und Rang 6 Jakob Moch vom Skiverband Baden-Württemberg. Herzlichen Glückwunsch. Siegerin auf Rang 1 in einer Zeit von 11 Minuten und 10 Sekunden bleibt die Goldmedaille im Hessischen Skiverband bei Lou Delgado. Der 2. Platz geht nach Sachsen zu Laura Petzold. 11 Minuten 11 hat sie gebraucht und in 11 Minuten 15 ist sie ins Ziel gelaufen. Hanna Lorenz vom Bayerischen Skiverband. Platz 4, Selin Stadler, Thüringer Skiverband. Rang 5, Lena Einsiedler, Bayerischer Skiverband. Und der 6. Platz an Hanna Rudolph, Skiverband Sachsen. Und hier werden die Getränke überreicht von unserem Sponsor, der Waschsteiner Brauerei. Vielen Dank natürlich an dieser Stelle dafür, die uns hier fantastisch unterstützen, stellvertretend für die Waschsteiner Brauerei. Heute hier zu Gast unser Freund Markus Bunse. Vielen Dank nochmal für eure tolle Unterstützung. Und natürlich auch nochmal Glückwunsch und vielen Dank an euch. Tolles Rennen heute Morgen. In einer Zeit von 8 Minuten 54 Sekunden sehr schnell unterwegs. Tom Emilio Wagner vom Thüringer Skiverband. Das war der Sieger heute Morgen. Auf Rang 2 der Luca Petzold, Skiverband Sachsen. Und der 3. Platz, der geht an den Thüringer Skiverband zu Florian Wiedemann.
Und der Viertplatzierte ist der Simon Jung vom Bayerischen Skiverband. Fünftplatzierter Toni Rollinger, Skiverband Sachsen. Und der sechste Platz an Moritz Wiese vom Bayerischen Skiverband. Herzlichen Glückwunsch an euch. Und man beachte auch hier nochmal die Siegerzeiten in 8 Minuten 54. Auf Rang 1 in einer Zeit von 10 Minuten 30 Sekunden Alexandra Otto vom Thüringer Skiverband. Der zweite Platz geht nach Sachsen zu Alina Rippin. Herzlichen Glückwunsch. Sie hat 10 Minuten 36 gebraucht und 10 Minuten 49 hat gebraucht die drittplatzierte Charlotte Böhme, ebenfalls aus Sachsen. Herzlichen Glückwunsch. Vierter Platz, Emily Herrenkind vom WSV Oberhof, startet sie hier aus dem Thüringer Skiverband, Rang 5, Cora Löschke, Skiverband Sachsen. Und der sechste Platz, Luise Gräf aus dem Thüringer Skiverband. 8 Minuten 49 Sekunden, Jan-Friedrich Dirks vom Thüringer Skiverband. Der zweite Platz geht an Florian Winker, Skiverband Baden-Württemberg. Und der dritte Platz an den Jan Stolben vom Skiverband Baden-Württemberg, nehme ich an. Dann der viertplatzierte Florian Knopf, Bayerischer Skiverband. Und der fünftplatzierte ist der Friedrich Moch, Skiverband Baden-Württemberg. Sowie auch der sechstplatzierte, der Janosch Brugger, ebenfalls Skiverband Baden-Württemberg. Hier kommt noch ein Päckchen. Herzlichen Glückwunsch. Lasst euch natürlich auch dementsprechend schmecken. Schmeißt es. Vom Thüringer Skiverband in 9 Minuten 59, Lara Delitz. Sie hat gleich die Fahne von Thüringen mitgekriegt. Auf Rang 2, Pia Fink vom Skiverband Baden-Württemberg. Auf Rang 3, Katharina Hennig, Skiverband Sachsen. Rang 4, Lisa Lohmann, Thüringer Skiverband. Und wir lesen die nächsten beiden natürlich der Vollständigkeit halber noch vor. Sie kommen beide aus dem Thüringischen Skiverband. Auf Rang 5, Viktoria Karl. Und auf Rang 6, die Helen Hoffmann. Wir kommen zur Siegerin und die heißt Alexandra Otto vom Thüringer Skiverband. Jetzt bin ich ehrlich gespannt, Alexandra. Ne? Hoffentlich klappt das alles. Ich stelle es erstmal hier unten hin. Da haben selbst die Jungs mit zu kämpfen. Aber der Jörg, der wird sicherlich gleich der Alexandra helfen beim Abtransport, da bin ich ganz sicher, was wir da machen. Ne? Aber verdeckt jetzt bitte nicht die Nächstplatzierten hier, also müsst schon ein bisschen aufpassen, wir wollen doch die schönen Gesichter sehen. Wir wollen auch das strahlende Gesicht der Zweitplatzierten sehen und das ist nämlich Emily Herrenkind vom Thüringer Skiverband. Herzlichen Glückwunsch! Und der dritte Platz geht an Charlotte Böhme, Skiverband Sachsen. Rang 4, Selina Franz, Skiverband Sachsen. Rang 5, Christina Döringer, Nordic Team, steht hier vom Bayerischen Skiverband. Und der sechste Platz geht an die Lia Stelter, ebenfalls Bayerischer Skiverband. So, bitte nicht fallen lassen. Hier oben übernimmt. Ja? Da, guck mal hier. Ja. Der Stefan lässt sich freischalten. Willkommen zum Sieger vom Rollschirennen eben. Es ist Tom Emilio Wagner, Thüringer Skiverband. Auf Rang 2, der Nico Zag. Und das ist Skiverband Sachsen. Herzlichen Glückwunsch. Rang 3 geht an Luca Petzold, Skiverband Sachsen.
Und der vierte Platz geht an den Bayerischen Skiverband zu Simon Jung. Auch da kann natürlich applaudiert werden. Wo ist der Applaus für unsere Jungs hier? Für die Union, ne? Muss aber applaudiert werden, oder? Genau, du sagst es. Also Rang 4 Simon Jung, Rang 5 Luca Werle, Skiverband Baden-Württemberg. Und der sechste Platz geht an Elias Keck vom Bayerischen Skiverband. So. Aber bei der nächsten Grillfeier werden die Gewürze eingesetzt, gell? Ja, auf jeden Fall. So muss es sein. So, geht das so? Alles klar. Nochmal herzlichen Glückwunsch an diese sechs schnellen Junioren Klasse mit 20. Voll gemacht und natürlich auch für euch viel Erfolg für die kommende Saison. Herzlichen Glückwunsch. Da wird ja gerade der Sieger runtergetragen von der Bühne. Ein richtig schönes Bild. Das ist Heinrich vom Skiverband Sachsen. Rang 2 geht an Viktoria Karl vom Tübinger Skiverband, die leider nicht da ist. Und Rang 3 an Laura Gimler vom SC Oberstdorf Bayerischer Skiverband. Wir machen weiter mit dem vierten Platz. Coletta Ritzek, Bayerischer Skiverband. Und der fünfte Platz geht an Verena Veit, ebenfalls Bayerischer Skiverband. Und auch die Sechstplatzierte, die wollen wir vorlesen. Das ist die Celine Meyer, ebenfalls vom Bayerischen Skiverband. Und alle, wenn ich zum Schluss aufgerufen habe, starten übrigens alle für den SC Oberstdorf. Das sollte man auch an dieser Stelle mal erwähnen. Ja. So. Und damit natürlich Sieger beim Rollschirennen 2022. Oben haben wir ihn schon richtig hochleben lassen. Thomas Bing vom Röner WSV Thüringer Skiverband. Auf Rang 2 Albert Kuchler vom Bayerischen Skiverband. Der dritte Platz, die Bronzemedaille geht an Friedrich Moch vom Skiverband Baden-Württemberg. Rang 4 an Jan Stölben. Rang 5 an den Anian Sossau. Ebenfalls Bayerischer Skiverband. Und der sechste Platz, der geht an Niklas Müller vom Skiverband Sachsen. Das wäre es jetzt noch gewesen, gell? Sehr schön. Darf ich einmal die Brille ein bisschen sehen? Das sind die strahlenden Sieger. Ja, sehen.